Ja, die Vorlesung fängt nicht gut an, aber ja, ich behaupte mal, ich kann auch nichts dafür und wir müssen sehen, dass wir das Beste draus machen und in den nächsten Wochen schauen, was passiert. Okay, ich werde Ihnen also diese Vorlesung als kurze Videohäppchen zur Verfügung stellen. Alternativ, es sollte eigentlich alles auch im Skript stehen und die Aufzeichnungen, die ich hier mache, die werde ich Ihnen auch zur Verfügung stellen. Okay, am Montag haben wir gesprochen über gewöhnliche Differentialgleichungen. Ich habe motiviert, dass es sinnvoll ist, sich gewöhnliche Differentialgleichungen anzuschauen und insbesondere sich Anfangswertaufgaben anzuschauen. Das wollen wir heute ein bisschen vertiefen auf der analytischen Seite. Das heißt, wir wollen uns ein paar Beispiele anschauen für Anfangswertaufgaben und wollen zeigen, wie man die vernünftig lösen kann. Und im zweiten Teil der Vorlesung möchte ich vorbereiten den Beweis des Satzes von Picard-Lindelöf, den wir am Montag machen wollen. Und ein wichtiger Teil dieses Beweises ist der Fixpunktsatz von Banach, den wir in dieser Vorlesung in mehreren Varianten tatsächlich behandeln werden, beziehungsweise wir werden ihn für mehrere Zwecke anschließend nutzen. Okay, zunächst mal nochmal allgemein, was war eine Anfangswertaufgabe? Und ich hoffe einfach mal, Sie können meinen Mauszeiger hier sehen. Okay, das ist eine allgemeine Anfangswertaufgabe. Das heißt, wir suchen eine Funktion y mit der Eigenschaft, eine differenzierbare Funktion y mit der Eigenschaft, dass ihre Ableitung die Gleichung y' von t gleich f von t und y von t erfüllt. Und zusätzlich soll an der Stelle a gelten, y von a gleich y 0. Das bezeichnen wir als Anfangswertaufgabe und ich werde das immer als AWA abkürzen. Dabei ist y eine Funktion von i in den r hoch n im allgemeinen Fall. I ist ein Intervall aus r und das ist hier tatsächlich wichtig, habe ich letztes Mal auch schon gesagt. Das heißt, wir gehen hier nicht in den r hoch m, in dem Quellraum, sondern unser Ausgangsraum für diese Funktion y ist immer ein Intervall AB. Und wir haben uns beim letzten Mal vorgestellt, dass es zum Beispiel so ein Zeitraum, der zum Zeitpunkt t0 beginnt. Dabei ist f eine Funktion. Sie sehen schon, da muss t und y von t muss da reinpassen. Das heißt, es muss irgendwie eine Funktion sein von r kreuz r hoch n nach r. Und ja, wir lassen da auch Teilmengen zu. Das heißt also, es soll eine Funktion sein von i nach Kreuz j nach r hoch n. Und damit das Ganze irgendwie Sinn macht, muss das j halt eine Teilmenge des r hoch n sein und y0 sollte im Inneren von j liegen. Okay, ich habe das jetzt hier für reelle Zahlen hingeschrieben. Manchmal werden wir uns das auch im Komplexen anschauen, aber gerade für Beweise werde ich es immer auf den einfachsten Fall reduzieren, wenn es völlig egal ist, ob es komplexe Zahlen sind. Ich werde auch häufig hier einfach ohne Einschränkung n gleich 1 setzen, denn ganz viele Beweise ändern sich überhaupt nicht, wenn man in höhere Dimensionen geht. Sie werden nur komplizierter. Okay, gut. Nochmal, die Aufgabe ist, eine Funktion zu bestimmen. Das heißt also, Lösung einer Anfangswertaufgabe ist eine Funktion. Und im Augenblick wissen wir noch nicht, dass diese Funktion eindeutig ist. Wenn Sie Analysis 2 gehört haben, ich glaube, es ist am Ende der Analysis 2, dann wissen Sie, dass der Satz von Picard-Lindelöf garantiert, im Wesentlichen garantiert unter sehr laxen Voraussetzungen, dass diese Aufgabe fast immer eine eindeutige Lösung hat. Und das werden wir auch am Montag nochmal beweisen. Da wir den Satz momentan noch nicht haben, werde ich gleich immer davon sprechen, dass wir eine Lösung der Anfangswertaufgabe finden. Aber tatsächlich ist es dann auch immer die einzige Lösung. Dann noch eine Bemerkung. Ich werde nachher immer so ein paar Voraussetzungen machen. Und wenn ich diese Differentialgleichungen behandle, das heißt, häufig werden da nicht Äquivalenz und werden es nicht Äquivalenzumformungen sein, die ich mache. Und da kann man sich natürlich fragen, naja, ist das, was da rauskommt, denn jetzt überhaupt eine Lösung? Das kann man aber einfach testen. Ja? Also wenn man einen Kandidaten für eine Lösung hat,
dann setzt man einfach die Funktion ein, wenn es die Differentialgleichung erfüllt, beziehungsweise die Anfangswertaufgabe erfüllt, dann ist es offensichtlich eine Lösung. Und stellen Sie sich vor, dass man das eben immer genau tut. Ja, das heißt, diese Rechnungen, die ich nachher mache, die geben Ihnen einen Kandidaten für die Lösung. Und da das keine Äquivalenzumformungen sind, müssen Sie eigentlich am Ende nochmal einsetzen und zu gucken, jawohl, das stimmt tatsächlich. Ich werde hier darauf verzichten, weil das, meistens ist es offensichtlich, dass es eine Lösung ist. Okay, gut. Achso, und da uns der Satz von Pekka Lindelöf dann sagen wird, die Lösung ist eindeutig, ist es dann auch wirklich die einzige Lösung der Differentialgleichung. Das heißt, es ist auch dann sinnvoll, von der Lösung der Anfangswertaufgabe zu sprechen. Okay, wir wollen beginnen mit einem ganz einfachen Fall, nämlich es könnte sein, dass diese rechte Seite, also dieses f von t und y von t, gar nicht von y abhängt. Das heißt, es könnte sein, dass y' von t, da habe ich jetzt hier grün, keine Ahnung warum, ich wollte hier eigentlich in schwarz schreiben, y' von t gleich f von t. Und entsprechend, um daraus eine Anfangswertsaufgabe zu machen, y von a gleich y0. Und noch kleine Vereinfachung, hier sei eben tatsächlich n gleich 1. Das heißt also, f sei eine Funktion aus dem Intervall ab nach r. Okay, ja, wir suchen eine Funktion, deren Ableitung f von t ist. Da wissen Sie, wenn das f stetig ist, das muss ich hier natürlich noch voraussetzen, wenn das f stetig ist, dann ist nach dem Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung die Lösung dieser Aufgabe sofort gegeben durch y von t gleich Integral von a bis t f von s ds. Das ist einfach eine Stammfunktion von f. Und damit die Anfangsbedingung y von a gleich y0 erfüllt ist, addiere ich hier nochmal y0 drauf. Ja, und dann sehen Sie offensichtlich, gut, die Ableitung der rechten Seite ist gerade f von t. Und offensichtlich gilt y von a gleich y0. Das heißt, das, was hier steht, ist eine Lösung der Anfangswertaufgabe. Triviales Beispiel. Wie sieht sowas aus? Y' von t gleich 1 plus t. Naja, also ich muss eben halt integrieren. Ja? Das heißt also, und meinetwegen y von a gleich y0. Naja, dann weiß ich, ich muss integrieren. Das heißt also, dass y von t ist eine Stammfunktion von 1 plus t. Also Integral a bis t 1 plus s ds plus y0. Naja, und wenn ich das hier vorne integriere, das Integral über 1 ist t minus a plus t minus a Quadrat halbe plus y0. Und davon, dann sehen Sie sofort, wenn Sie die rechte Seite ableiten, kommt offensichtlich raus 1. Entschuldigung, schon falsch. Ja. T Quadrat minus a Quadrat halb, Entschuldigung. Warum steht hier T Quadrat minus a Quadrat? Naja, die Stammfunktion von s ist s Quadrat halbe und wenn ich t und a einsetze, steht da T Quadrat halb minus a Quadrat halb. Sorry, ja. Und wenn man jetzt auf der rechten Seite differenziert, dann steht da 1 plus t und andererseits setzt man a ein, steht da y von a gleich y0. Das heißt also, y ist Lösung der AWA. Okay, gut. Und da haben wir den einfachsten Fall hier schon abgefrühstückt.